Welcher Baum? Macht regelmäßig Sport. Keine Ahnung. Ja, deine Aufgabe. Na, knapp, warte. Kante oben getroffen. Schatten ist natürlich schwierig. Gut, dass sie nicht so groß ist. Hallo 96-Fans, hier sind Yannick und Leo. Und jetzt kommt... Aufgaben oder Aufgeben. Hey ihr beiden, ihr wisst es doch, in der zweiten Liga geht es immer wieder darum, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Deswegen haben wir 5 spannende Aufgaben für euch vorbereitet, die ihr nacheinander absolvieren werdet. Löst ihr die Aufgaben oder wollt ihr aufgeben? Wir lösen natürlich die Aufgaben. Natürlich machen wir das. So, Aufgabe 1. Rufe einen Teamkollegen an und erzähle ihm folgenden Flachwitz, den du jetzt noch nicht vorliest. Alles klar. Na gut. Ja, habe ich schon einen. Ja, du musst ja nur einen anrufen, das ist ja keine Aufgabe. Du musst ja nur einer rangehen. Hast du ein Handy dabei? Natürlich. Ja, das ist gut. Ja, ist egal. Ich rufe Louis Schaub an auf jeden Fall. Der lacht auch drüber, ne? Hallo. Welcher Baum macht regelmäßig Sport? Welcher Baum? Macht regelmäßig Sport. Keine Ahnung. Der Purzelbaum. Wir sehen uns später. Tschüss, Louis. Tschüss. Ciao. So. Ist eine Bank, der Ösi. Damit haben wir Aufgabe 1 gelöst, ne? Super. Aufgabe 2. Gurgle deinem Mitspieler ein Lied deiner Wahl vor. Er muss es in 30 Sekunden erkennen. Benutze dafür das Gilde Free, das übrigens isotonisch und damit für Sportler bestens geeignet ist. Achso. Ja, deine Aufgabe. Deutsche Nationalhymne. Ich muss sagen, wäre meine zweite Idee gewesen. Aber sehr gut. Erste Idee wäre alle meine geschmeckt. Händchen gewesen. Aber kein Problem. Auch gut, ne? Dritte Aufgabe. Verbinde dir die Augen. Schaffst du es, von hinter dem Gildeschild bei 5 Versuchen 2 Bierdeckel in die Gilde-Cap zu werfen? Dein Mitspieler darf dir verbal assistieren. Weiß ich vorher, wo die Cap ist? Ja, das schaffe ich. Soll ich ehrlich sein, dass ich was sehe, oder soll ich unehrlich sein? Sieht man trotzdem was? Ein bisschen. Ich mach's schön eng. Ich möchte nicht. Ich mach die Augen zu. Könnte es kam letztens noch raus, dass ich Dart spiele, aber... Zu weit? Zu hoch? Okay. Na, knapp. Warte. Kante oben getroffen. Ja, drin. Warte. Zu kurz. Zu hoch. Oh. Schade. War knapp. Haben wir nicht geschafft. Eine Kante und einer drin. So, nächstes Spiel. Mach eine Nahaufnahme von deiner Kniescheibe und poste das Bild auf deinem offiziellen Instagram-Account mit dem Text Abstrakte Kunst. Da, wo das herkommt, ist noch viel mehr davon. Bleib gespannt. Geil. Ich habe mein Handy nicht dabei, deshalb musst du das. Ja, kein Problem. Da, wo das herkommt, ist noch viel mehr also, davon. Also, eine Aufnahme von meinem Knie. Heute extra die Beine rasiert. Ja, mit Schatten ist natürlich schwierig. So, hier ist der Text. Abstrakte Kunst. Da, Komma. Oh. Autokorrektur. Kunst. Punkt. Wo das herkommt. Ist noch viel mehr davon.
bleibt gespannt. Soll ich noch einen Ort markieren, oder? Ja, vielleicht ist auch das Bild besser, wenn es schon ist. Super, Leo. Nächste Aufgabe geschafft. Gib deinem Mitspieler ein Autogramm mit dem bereitliegenden Edding in den Nacken. Das kannst du bei mir machen. Das ist ich wollte schon immer eins von dir haben. Jetzt mal erstmal meine Tür. Schöne Tattoo-Vorlage. Gut, dass sie nicht so groß ist. Hab Tattoo-Qualität. Oh. Das habt ihr euch verdient. Ah, nee, liest du vor. Das habt ihr euch verdient. Ihr haltet beide eine Original-Gildekette. Super Spitzenklasse, oder? Übrigens, wir spielen das Format mit 3 Teams. Wer die meisten Aufgaben löst, darf sich eine Strafe für das Team mit den wenigsten gelösten Aufgaben ausdenken. Sehr cool. Ah, danke schön. Boah. Schöne Stammtischkette hier. Hätten wir sie jetzt auch gegenseitig verleihen können, aber. Ja, das ist schon das Siegertröpfchen. Schon Platz 1. Steht gut, oder? Es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr gute Inspiration für den nächsten Mannschaftsabend und ja, Gilde passt ja, von dem her hat Spaß gemacht und wir werden nicht die Letzten sein.